Servus Leute, willkommen zurück zu Planescape Torment. Im letzten Part haben wir ein bisschen erkundet, ein bisschen gemetzelt, ein bisschen gehandelt. Und ich habe Dinger verkauft. Also ich habe ein Portal entdeckt, habe dann gehandelt Sachen verkauft, dann war das Portal irgendwie weg. Und dann habe ich festgestellt, oh, hier muss ja noch was verwenden. Das ganze Zeug wieder einkaufen. Da, diese fünf Dinge habe ich jetzt eingekauft. Keine Ahnung, wovon ist. Von das das wovon da jetzt das Richtige ist. Und kann ich das auch bei dir verwenden? Ja, kann ich, geil. So. So. Lieber auf Nummer sicher. Man kann nie wissen. So, die drei da von Nord, die kommen zum Namenlosen, weil die kann man vereinen. Oder ich habe es jetzt falsch gemacht, so gehört das. So, vereint. Hast du noch was? Nö. Doch deine Waffen da, aber naja. Alles klar, dann gehen wir rein, Leute. Keine Ahnung, was mich erwartet. Moment, nochmal Sicherheitssafen, weil ich habe ja gerade wieder was erreicht. Vielleicht den alten Spielstand da auch von Tag 3, Tag 4. Barze schwelen den Leiche, das war ja von sonst wo. Ja, gut. Ja, jetzt nochmal den aktuellen, den da oben. So, durch. Schon gut. Erledigt. Das sind Ratten. Warte, greift doch an, alle! Moment, da kommt jetzt fast tot. Boah, es sind Ratten, ziemlich üble Ratten. So, den letzten kriegt Mord. So, alle Mann auf die. Drauf! Drauf! Das wollte ich nicht, egal. Haut drauf! Auf sie! Gut, die ist auch tot. Die Ratte da! Killt sie! Schädelratte, boah. Erledigt. Sieht übel. Jede Ratte wird jetzt gekillt. Haut drauf! Gut, die ist auch tot. Mord erledigt, du das mal. Da kommst du sofort, Meister. Da kommst du sofort, Meister. Mord kümmert sich drum. Mord kümmert sich drum. Das klingt so gut. Schädelrattenschwanz. Sind das nur Schwänze? Ja. Da kommst du sofort, Meister. Bekommst du Da sofort, kommst du Meister. sofort, Meister. Ja, bekommst du Mord sofort. kümmert sich drum. Oh, Mord kümmert sich drum. Oh, ja, ich weiß, ich laber den nach, aber es klingt einfach so gut. Mord kümmert sich drum. Schon gut. Silberrahmen, stachelige Keule, magisches Geschoss. Was war das, eine Falle? Das wollte ich nicht. Ah, jetzt bin ich hier. Ah. Da hinten komme ich nicht hin. Luftloch. Erledigt. Schon gut. Oh, ich habe einen Haufen Schädelratten geplättet. Wow. Geil. Okay, was gibt's denn noch? Falte, die hinunter in das begrabene Dorf führt. Ah, da, genau. Aber erstmal möchte ich woanders hin. Ich kann das ausrauben. Ausrauben vor allem. Ich bin weg. Vielleicht ist das drin. Erledigt. Ich kann nicht mehr tragen. Verdammt. Inventar. Wow. Wir werden gleich ganz schön viel lesen.
Und die Keule, übel. So. Habe ich auch noch ein paar Dinge, die ich verkaufen kann. Ich bin weg. So, Leute. Wieder retour zum Marktplatz. Geil. Diesmal kann mir den ganzen Rest echt verkaufen. Oder zahlten mir Beth. Weil ich bräuchte jetzt... Wobei, jetzt bräuchte ich eigentlich keine Heilung. Ich habe mich doch gerade geheilt. Aber diese Ratten, die sind ja übel. Übel sprach der Dübel. Erstmal werde ich lesen, was ich da überhaupt für Sachen gerade bekommen habe. Inventar. Aus dem Dolch brauche ich nicht lesen. Bandagen, die kommen da oben hin. Das kenne ich schon. Okay. So. Stachelige Keule. Stachelige Keule. Kann nur von dem verwendet werden. Diese Keule scheint aus einer Art stacheligen Pflanze hergestellt zu sein. Der Kopf der Keule ist mit kleinen Dornen verziert, die leicht abgebrochen werden können. Identifizieren. Ich kann diesen Gegenstand identifizieren. Geil. Schriftrolle, magisches Geschoss. Ermöglicht es dem Anwender, den Zauber magisches Geschoss anzuwenden. Ermöglicht es dem Anwender, den Zauber magisches Geschoss ins Zauberbuch zu kopieren. Stufe 1 Zauber. Reichweite 25 Meter plus 10 Meter pro Stufe. Wirkungsdauer augenblicklich. Initiative 1. Ein Wesen. Rettungshof keine Gewicht. Nur von Magiern. Keine Ahnung, bin ich ein Magier? Nee, oder? Durch diesen Zauber werden obskure Energien in unfehlbare Geschosse verwandelt. Je größer deine Fertigkeit, desto mehr Geschosse können vom eigenen Körper abgefeuert werden. Dieser Zauber beschwört ein magisches Geschoss, das sein Ziel unfehlbar bei 2 von 5 Schadenpunkten trifft. Rettungswürfe sind nicht möglich. Zusätzlich gewinnt der Anwender alle 2 Stufen ein weiteres Geschoss, bis zu einem Maximum von 5 Geschossen bei Stufe 9. Geil. Silberrahmen. Dies ist ein angelaufener Silberrahmen. Er kann einmal ein kleines Bild enthalten haben, aber jetzt ist er leer und unbenutzt. Schau mal, ob ich die Dinger identifizieren kann. Kannst du mir helfen? Identifizieren. Silberrahmen. Sadistischer Rahmen ruft Schmerzspiegel hervor. Wenn dieser Gegenstand verwendet wird, bewirkt er, dass ein Angreifer genau denselben Schmerz und Schaden erleidet, wie er dem Anwender zufügt. Geil. Aber die Waffe. Kannst du nicht identifizieren, oder? Offensichtlich nicht. Stachelige Keule nur 1. Ich kann ihn auch da oben legen. Setzt man den Rahmen denn ein? Ich kann ihn nicht tragen. Große Armband. Keine Ahnung, was ist das da? Auf dem Boden liegenden Gegenstand. Ja. Zurück zur Spielwelt. Okay, ich werde auf den Marktplatz gehen. Soll ich? Und ich habe keine Ahnung, was mich da noch erwartet im Laufe der Zeit. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wo der Marktplatz ist. Geil.
Südwestlich, südwestlich. Ich gehe jetzt mal nach Südwesten. Vielleicht ist der Marktplatz hier und ich habe ihn einfach sowas von übersehen. Mein Marktplatz war doch im Norden, oder etwa nicht? Nee, ah, da ist er. Das heißt, ich bin einfach einen riesen Umweg vorhin gelatscht. Oder mein guter Stockkaufmann. Ja. Den Rahmen, den verkaufe ich dir nicht. Bin doch nicht blöd. Oh, der hat einen Haufen Messer. Streitaxt. Ich werde alles nach und nach bei dir verkaufen. Weg damit. Weg damit. Stachelige Keule kann ich bei dir auch verkaufen, aber. Nee. Identifizieren. Die Keule. Okay. Nesselkeule. Ruft Verwirrung hervor. Kann nur von Dieben verwendet werden. Ich bin aber kein Dieb. Diese Keule scheint aus einer Art Stachelpflanze. Ja. Das wäre schon gewesen. Diese Keule ist eine der beliebtesten Waffen unter Dieben. Bei einem erfolgreichen Treffer verhaken sich winzige Schwarzstacheldornen in der Haut des Opfers und bewirken, dass er eine kurze Zeit lang desorientiert wird. Dadurch hat der Dieb Zeit, des Opfers sicher auszurauben und zu entkommen. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Aber ich bin kein Dieb. Ich das wüsste, ich bin Kämpfer. Nesselkeule, das klingt schon mächtig. Und dann kann ich verwenden, das wäre auch schade. Stemmeisen, das behalte ich. Sichtfälle, das Beil weg. Hammer weg. Moment, dann Kämpfer, zurück. Kriegt Mord die Nesselkeule. Da kannst du auch nichts damit anfangen, aber egal. Nicht noch was für Mord? Das ganze Zeug hier. Was bekamst du als Fahrtmeister? Und den Dolch kriege ich, die Lumpen kannst du behalten. Der Mord ist maßlos überladen. Jetzt kann ich ein bisschen Zeug verkaufen wieder. So, Hammer, Ausdicker Dolche. Und das Beil kommt weg, der Dolch kommt auch weg damit. Statistischen Rahmen behalte ich, weil der bringt Kohle ohne Ende, aber es ist mir egal. So. So, wie sieht's aus, ihr drei? Oh, Mord ist voll überladen. Oh, das ist wegschmeißen. Nein, ich habe jetzt was weggeworfen. Erledigt. Ah, da. Ja, damit. Schon gut. Hoppla. Aufgaben ist ja rein. Behalt das. Was sind sonst noch die Zaubersprüche da? Lappenknochen und so weiter. Ja gut, dann muss der Korn, müssen der Korn und ich ordentlich hier. Transport, Esel spielen. Aber das macht nichts. Okay, ich glaube, die Aufnahme habe ich um 10 bekommen, um 3.10 Uhr. Das heißt, 20 Minuten schon. Oh mein Gott. Hoch, Lumpensammelplatz, Hilfe! Schon gut. Oder Leichensammlerplatz, nee, Lumpensammlerplatz, Esel. So Leichensammlerplatz, das ist total falsch. Ich könnte mich bei Macbeth heilen, weil ich habe ja keine Ahnung, was jetzt gleich kommen wird. Ich brauche eine Heilung. Macbeth nickt in der Anker. Atme tief ein. Danke, Macbeth.
200 Goldstücke. Seid ihr auch geheilt? Ja, seid ihr geil. Also ihr seid sowieso geil, aber ihr seid Schon geheilt. gut. Geil. Das meine ich. Und ihr? Njum. Müll. Müllattack. Oh, ist das gut, das Spiel. Ich liebe es sowas von. Schon gut. Schon gut. Ja, bewegt euch, ihr drei. Ah, es tut so gut, wieder Planescape Torment zu spielen. So, da unten kann ich Schon gut. rein. Sollte ich da rein? Das ist die nächste Frage. Ich glaube, ich muss sogar da rein. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Begrabenes Dorf. Schon gut. Schon gut. Eine Stadt unter der Stadt, oder wie? Was ist mit euch beiden? Erledigt. Dorfschläger. Ich bin weg. Nee, lasst mich in Ruhe. Queen. Bewohner, Bewohner, Bewohner. Ich bin weg. Diese kaputte Kahn hat schon einmal bessere Tage gesehen. Okay, was ist mit dir? Kuiyin. Du siehst einen düsteren Mann mit einem perfekten Mondgesicht. Er sieht dich ausdruckslos an und schweigt. Er sieht aus, als wäre seine Stimme genauso ausdruckslos wie sein Gesicht. Sei gegrüßt. Ich hatte gehofft, du könntest mir ein paar Fragen beantworten. Ein Mondgesicht. Und der Name klingt chinesisch. Was möchtest du wissen? Erzähl mir was über dich. Oh. Ich lebte einst in einem Land, in dem es Maschinen aus Metall gab und Türen, die sich auf Zuruf öffneten. Ich träume von den unberührten Metallstädten und den leeren Hüllen, die uns Erfolg darstellen. Dort hatte ich einen Namen und eine Nummer und jetzt habe ich keines von beiden. Wie bei allen meiner Art sind sie alles, was ich habe. Sie sind alles, was in meinem Leben jemals mir gehörte. Sie wurden mir gestohlen. Ohne sie bin ich nichts. Ich erbitte deine Hilfe. Wer hat deinen Namen und deine Nummer? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Die frühe Radine war. Sie hat sie mir gestohlen. Ich habe ihr den Schutz durch meinen Namen und meine Nummer angeboten und sie hat sie mir gestohlen. Sie gehört rechtmäßig mir. Finde sie, sie ist in diesem Dorf. Radine. Okay. Ja, das bitte beantwortet mir ein paar Fragen. Sieht so, was er machen kann. Ah, noch ein paar Fragen. Hast du die Frau mit meinem Namen und meiner Nummer gefunden? Sie wird dir sagen, dass sie den Namen von mir gewonnen hat. Aber das ist nicht wahr. Sie hat ihn mir gestohlen. Ich fordere meinen Namen und meine Nummer zurück. Sie ist irgendwo im Dorf. Ich habe sie noch nicht. Ich benötige Hilfe. Jede Hilfe, die du mir gewährst, werde ich dankbar in Erinnerung behalten. Bitte hilf mir. Ich habe noch ein paar Fragen. Was möchtest du wissen? Erzähl mir über diesen Ort. Ich weiß nichts darüber. Ich kenne diesen Ort nicht. Ich habe keinen Namen. Ich kann mich nicht an diesen Ort erinnern. Mir ist kalt. Ich habe Angst. Es ist seltsam, so nackt zu sein. Ich fürchte, ich werde sterben. Was meinst du? Ulala. Ich lebe einzeln. Also. Was kannst du mir geben? Ich habe nichts. Ich bitte deine Hilfe. Warte mal, fragen. Sind wir so Sigil? Ich weiß nicht, aber ich kenne. Okay, leb wohl. Gut, der kann mir offensichtlich nicht sonderlich viel helfen. Er braucht einfach nur Name und Nummer. Schon gut. Erledigt. Okay, da geht's weiter. Ich bin weg. Weg. Ich erkunde erstmal ein bisschen. Quinzladen. Das Haus von Ojo, dem Lederkopf. Das Haus von Martha, der Näherin. Eingang zu Pharaos Hof. Pharaos Hof? Erledigt. Das
Spiel ist doch noch nicht vorbei, oder doch? Wache des begrabenen Dorfs. Erledigt. Erledigt. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Uhir. Als du auf ihn zugehst, fährt der mürrisch schauende Mann mittleren Alters zusammen und greift an seinem Gürtel. Als er dort keine Waffe spürt, weicht er vor dir zurück. Du kannst erkennen, dass unter seinem Sammlerrobe die Unterschenkel und Unterarme in dreckverkrusteten Bandagen eingewickelt sind. Was willst du? Nur die Antworten auf ein paar Fragen. Er nickt, sagt aber nichts. Wer bist du? Ich bin Uhir, jawohl. Er spuckt, er spuckt. Als ob das hier unten jemand interessieren würde. Okay, ich hatte ein paar Fragen. Was machst du da? Ich warte, dass meine Wunden heilen, damit ich wieder runter kann. Ich verkaufe das Zeug, das ich da unten finde. Da unten? Er nickt. Da unten in den Katakomben, wo all die Totenbüchler sind. Sag mal, ist du zufällig mal dahin? Vielleicht. Warum? Weil ich mein Glücksmesser verloren habe. Er grunzt verärgert und stampft mit dem Fuß auf. Ich trage es schon seit vielen Jahren, genau hier. Er zeigt auf die leere Scheide an seinem Gürtel. Was ist damit passiert? Ich habe in den Katakomben da unten rumgestochert und bin prompt mit einem Ghoul zusammengestoßen. Muss ein Nachzügler gewesen sein, den die Tauchen meist nicht alleine auf. Er hat mich ins Gesicht gebissen und ich habe ihn mit meinen Armen geschützt und habe ihn in die Augen gestochen. Er fiel runter und hat mich dann so lange ins Bein gebissen, bis ich das Biest abschütteln und nach oben entkommen konnte. Was für eine Geschichte. Ich bringe dein Messer mit, wenn ich es da unten finde. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Das wirst du tun. Ich wäre dir echt dankbar. In den Griff ist mein Name eingraviert. Ich helfe gern. Bevor ich gehe, würde ich gerne noch ein paar Fragen stellen. Du bist in Verbänden eingewickelt. Was ist mit dir geschehen? Hat er gerade gesagt, oder? Nun ja, ich bin von einem Ghoul gebissen worden, als ich da unten das Zeug. Aha. Tschüss. Okay, wir müssen ein Messer finden für Uhir. Was für ein interessantes Spiel. Das ist ein Bewohner. Sammler, Mona. Was ist denn das jetzt? Wieder ein neues Gebäude. Da steht nichts drauf. Ich save mal, bevor ich da reingehe. Kann ja nie wissen. Aha. Du siehst einen zerlumpten Mann in zusammengeflickten Kleidern. Er stinkt nach Rauch und Müll und seine Hautfarbe hat einen gelblichen Stich. Er sieht dich schräg an. Was willst du von mir, Schläfer? Ja, die Antworten auf ein paar Fragen. Behalte dich, Schläfer. Ich habe ein paar hungrige Mäuler zu stopfen. Wer bist du? Ist nicht richtig, Schläfer. Vor zu langer Zeit in den Spalt gefallen oder vielleicht war es mein Vater. So oder so, ich bin nur einer mehr, der hier versucht, so gut wie es geht, zu überleben. Was machst du denn? Versucht zu überleben, und was sieht's denn aus? Nur werde ich dauernd mit Fragen gelöchert, das hält mich davon ab. Bist du heute fertig? Vorläufig. Gut, der hat mir nichts großartig zu sagen. Erledigt. Eigentlich schade. Hier gibt es so interessante Charaktere. Schon gut. Was ist das? Siehst so aus wie... Was? Dies sieht so aus wie die Wand eines alten Stadttores. Apropos Stadttor. Hier geht's nicht garantiert raus. Die Frage ist, darf ich raus? 100 pro nicht. Und wieder wird gespeichert. Ey, heute bin ich in ganz schöner Speicherlaune. Erledigt. Tür ist verschlossen. Okay. Erledigt. Das erklärt einiges. Geht's da rein? Eine Bude, aber da war ich, glaube ich, schon. Oh, da ist Geld. Hier war ich noch gar nicht. Noch mehr Geld. Danke. Und tschüss.
Noch eine Bude. Oh. Sie ist eine ausgezehrte Frau, in deren Sorgen zerfurchtem Gesicht jede einzelne Narbe zu sehen ist, die Jahre ihr beigebracht haben. Ihr Blick ist wissend und müde und sie schnieft beim Sprechen. Was willst du von mir? Na, dort mal fragen. Red weiter. Was wolltest du wissen? Wer bist du? Wer ich bin. Sie stößt ein bitteres Lachen aus. Du könntest genauso gut ein Sandkorn nach seinem Namen fragen, Schleifer. Denn so wichtig bin ich ungefähr. Das ist eine positive Einstellung, hätte man fragen. Positive Einstellung. Was machst du da? Was ich tue? Tja, ich friste einfach mein edles Dasein unter Lumpensammlerparts und versuche mich, wie von denen fernzuhalten, denen ich zu verdanken habe, dass ich überhaupt hier bin. Das tue ich. Ja, lieben gern wissen, was du da Ich bin drin weg. hast. Ich bin weg. Schon gut. Dafür tue ich dir nichts. Hab dich Schon einfach gut. mal beklaut und das war's. Ich bin weg. Oh, Kacke! Nicht auf der Korn. Achso, ich dachte, da kommen wir jetzt drauf gegangen. Das wär's noch. Oh ja, du bleibst schon hier, kleiner Schläger. Boom, 3 auf 1. Das ist so unglaublich fair. Ich habe keine Waffe. Einen Moment mal. So, schon viel, viel besser. Enden. Wieder rauf da. So, jetzt aber volle Pulle. Aufgeschlitzt wie ein Schwein. Erledigt. Hallo, haut ab da. Moment, Mord und ich sind der Packesel, nicht wahr? Mord kümmert sich drum. Oh, Mord kümmert sich drum. Mord kümmert sich drum. Und wie? Was ist das? Bekommst du sofort? Mord ist voll. Ups. Ich höre deine Worte. Was gibt's? Ist so gut wie erledigt. Ich werde dich anhören. Ich werde euch anhören. Ist ja gut erledigt. Ich habe so viel noch hier zu entdecken. Das Schon ist gut. der Wahnsinn. Radine! Ich wollte jetzt eigentlich den Part beenden, aber leck mich, Radine! Du siehst eine Frau mit faltigem Gesicht und düsteren Kleidern. Ihr Blick ist in die Ferne gerichtet und unter ihrer Haut scheint sich eine neue Vitalität aufzubauen, als ob man ihr neues Leben eingehaucht hätte. Um ihren Hals siehst du ein tätowiertes Muster. Sie schreckt auf, als du sie ansprichst. Was? Was willst du? Ein paar Fragen. Vielleicht habe ich die Antworten für dich, vielleicht auch nicht. Erzähl mir was über dich. Oh mein Gott. Ich habe jetzt zwei Namen und ich werde dir nur eine zeigen. Nicht, dass du mir auch noch den neuen stiehlst. Hihihi. Du kannst mich Radine nennen, Kleiner. Und den anderen Namen werde ich schön für mich behalten, ganz sicher. Der Mann, dem dieser Name früher gehörte, will seinen Namen und seine Nummer zurück. Ohne sie stirbt er. Also, ich schwöre für dich, du musst auf etwas verzichten, was dir derzeit gehört. Aber willst du ihm bitte seinen Namen und seine Nummer wiedergeben? Zwei Namen, wie? Muss hübsch sein. Also, ich schwöre für dich, du musst auf etwas verzichten, was dir derzeit gehört, aber würdest du ihm bitte seinen Namen und seine Nummer wiedergeben? Ich nehme das. Die Stimme wird schrill. Nun, er kann sie nicht kriegen. Er hat sie mir angeboten und ich habe sie behalten. Von Laien hat er nie was gesagt und auch nicht, dass er sie selbst wieder braucht. Er kriegt sie nicht. Geh nur und sag ihm das. Wenn er wirklich einen Namen braucht, dann sag ihm, er kann meinen haben. Der Name Radine soll gut genug für jeden sein. Er war dir auch nicht gut genug. Warum soll das jetzt für ihn sein? Und zum Sagen, wenn ich ihn dir abkaufe. Okay. Sie schaut dich an. Als wärst du verrückt. Bist du komplett übergeschnappt? Ich verkaufe dir doch nicht meinen Namen. Warum nicht?
Weil es mein Name ist, Dussel. Man verkauft seinen Namen nicht. Gib mir einfach den Namen und die Nummer, oder ich reiß sie aus dir raus. Glaub mir, das willst du nicht wirklich. Gut, ich werde das mit ihm klären. Beantworte mir. Okay, wieder nach oben. Der war da, der Kerl, glaube ich. Ich bin weg. Ich bin weg. Da ist er, irgendwo. Da, glaube ich. Da. Der verzweifelte Mann sieht zu dir auf, in seinen Augen einen Hoffnungsschimmer, aber er spricht zur Emotion zu dir. Hat sie dir meinen Namen und meine Nummer gegeben? Sie hat dir Geld angeboten, nicht wahr? Ich kann nicht leben. Geld hat ohne einen Namen keine Bedeutung. Bring mir meinen Namen. Hat sie ihn dir gegeben? Seine Augen suchen dein Gesicht mit intensiven Blick ab. Nein, noch nicht. Ja, da, dann wohl. Sie hat mir Geld dafür geboten. Stimmt doch nicht. Nein, noch nicht. Spricht ausdrucklos, als du dich näherst. Ich flehe dich an, deine Verhandlung mit dem Dieb fortzusetzen. Ohne meinen Namen und meine Nummer bin ich nichts. Schaffe den Weg, Martin. Okay, wer hat jetzt recht, die Frau oder er? Ich könnte die Frau töten, aber... Ich bin weg. Radim. Ihr Gesicht fällt zusammen. Puh, bei ihr habe ich wesentlich mehr Optionen. Oh, ist das interessant. Ja, eigentlich ist schon wieder Zeit zu beenden. Ihr Gesicht fällt zusammen, als sie dich wieder sieht. Also als sie dich wieder sieht. Er hat sich wieder geweigert, nicht wahr? Und du bist sicher zurückgekommen, um zu holen, was rechtmäßig mir gehört. Was rechtmäßig dir gehört? Du hast kein Recht auf den Namen und die Nummer. Du hast beides gestohlen. Außer die Nummer nicht zum Leben. Ja, schon. Auch wenn es weh tut, aber du musst sie zurückgeben. Auf lange Sicht ist das für euch beide besser. Ob sie zurück oder wo sie ihn zurück. Brauchst du eine Nummer nicht zum Leben? Schaff dir deine eigene Nummer. Ich versuch freundlich zu sein. Gegenstand hinzugewonnen. Du hast wohl recht. Ich war eine schlechte Person, wirklich. Und ich kann dies nicht behalten. Hier. Sie schält sich die sich kräuselnde Tätowierung von ihrem Hals und überreicht sie dir. Sie zittert dabei. Und du kannst ihm jetzt seinen Namen sagen. Kuin Yin war er und wird er sein. Nun lass mich gehen. Sei mir eine Klimper für deine Mühe. Kauf dir was zum Warmhalten. Ja, ich bin freundlich. Hier. 30, ja. Mein Dank, Schleifer. Sie steckt das Geld ein und wirkt augenblicklich düsterer. Düsterer ohne die Magie der Tätowierung. Es wäre wohl das Beste für mich, wenn ich von hier wegginge. Und dank des Klimpers von dir, wenn wir uns vielleicht unter glücklicheren Umständen wiedersehen. Ja, leb wohl, Radin. Stehl keine weiteren Namen, Radin, leb wohl. Ja! Gut, ich hoffe, es reicht jetzt für ihn. Schon gut. Kuyin, da. Verzweifelte Mann und so weiter. Ja, hat sie. Kann ich sie haben? Was bekomme ich dafür? Nee. Ja, dein Name ist Kuyin. Hier, nimm deine Nummer. Ja! Ich danke dir für meinen Namen und meine Nummer. Ja, Kuyin, ja, aber nein. Jetzt erkenne ich, dass ich hier keine Nummer mehr brauche. Ich werde mir selbst eine neue Nummer suchen. Wenn es sein muss. Ich gebe dir meine alte Nummer. Sie kann dir helfen. Sie ist wie der Mantel des Gesetzes. Sie bedeutet Schutz. Nimmst du sie an? Ja. Lass dich von ihr wärmen. Vertrau auf sie. Sie wird dich beschützen. Leb wohl. Er dreht sich um und entfernt sich langsam von dir. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand. Schon gut. Boah, mega geil. Was habe ich denn jetzt? Die Nummer von Kuyin. Okay. Mit einer Haut. Kann nicht von chaotischen Charakteren verwendet werden. Okay, Mord kann es nicht verwenden. Schade. Dies ist eine Tätowierung, eine Nummer, eine komplizierte Verwebung von Tinte und Fleisch. Sie windet sich, wenn sie gehalten wird, als ob sie jemand suche, an den sie sich haften könne. Es ist die Nummer von Kuyin, eine persönliche Kennziffer, die das Gesetz erstrahlt. Wenn sie angewendet wird, bohrt sich die Tätowierung von selbst in die Haut des Besitzers und schützt sie gegen die Verwüstung von besonders chaotischen Wesen. Sie kann nicht von einem chaotischen Charakter verwendet werden.
Okay. Entwickeln Charakterstatistik. Gesinnung. Neutral. Neutral gut. Chaotisch gut. Rechtschaffend neutral. Moment, ich habe jetzt viele Erfahrungspunkte bekommen. Es braucht noch. Beim Mord braucht auch noch. Ja, bei ihm auch leider. Das heißt, ich kann das jetzt verwenden. Oder auch nicht. Moment. Tätowierung. Sehr schön. Boah, geil. Ich habe jetzt einfach mal eine Tätowierung geklaut. Boah, episch. Gut, ich speichere. Das war Planescape Torment. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesen Karren. Diese Karren vor langer Zeit geparkt hat. Verabschiede ich mich. Das war Planescape Torment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.